wurde zuletzt mehrere Male gebeten, doch mal etwas zu den geringwertigen Wirtschaftsgütern zu machen. Also es dreht sich hier um die Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter, § 6 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes. Und zunächst mal ein kleiner Überblick über die Entwicklung steuerrechtlicher Regelung zu eben diesen geringwertigen Wirtschaftsgütern. Das geht also los 2001. Bis 2001 da hatten wir noch die 100 D-Mark, keine Aufnahme ins Bestandsverzeichnis. Und dann eben eine Sofortabschreibungsmöglichkeit bis 800 D-Mark als Wahlrecht. Und dann bis 2007, zwischen 2002 und 2007, keine Aufnahme bis 60 Euro und bis 410 ein Wahlrecht für die Sofortabschreibung. Dann die Jahre 2008 bis 2009, wiederum keine Aufnahme ins Bestandsverzeichnis bis 150 Euro. Dann eine Sofortabschreibungspflicht, kein Wahlrecht also, für die Vermögensgegenstände bis 150 Euro einschließlich und ab 150 Euro, also ab 150,01 bis 1000 Euro, die Verpflichtung zur Bildung eines Sammelpostens. Das wiederum ist ab 2010 weggefallen und diese Verschärfung, die ja sehr viel Unbehagen hervorgerufen hat in der Wirtschaft, wieder aufgehoben worden. Und jetzt haben wir also die Regelung, dass zwischen 0 bis 410 Euro wiederum ein Wahlrecht für die Sofortabschreibung besteht und bis 150 Euro keine Aufnahme ins Bestandsverzeichnis und ein Wahlrecht ab 150 bis 1000 Euro zur Bildung des Sammelpostens. Gucken wir uns also jetzt hier diesen grünen aktuellen Rechtsstand mal etwas genauer an. Und das geht also jetzt hier los mit dem Text des Absatz 2 zum § 6 des Einkommensteuergesetzes und da wollen wir uns erstmal den Sammelposten angucken und der ist hier jetzt weitergehend ausgeführt. Es kann also für die abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgüter, die selbstständig nutzbar sind, ein Sammelposten gebildet werden, wenn das Wirtschaftsgut zwischen 150 und 1000 Euro liegt. So, und dann haben wir zum Schluss hier noch den wichtigen Satz. Diese Sätze 1 bis 3, also für den Sammelposten, sind für alle in einem Wirtschaftsjahr angeschafften, hergestellten oder eingelegten Wirtschaftsgüter einheitlich anzuwenden. Wir haben also eine ausschließende Wahl des Sammelpostens. Und das werden wir gleich noch genauer sehen, was das bedeutet. Also gucken wir uns das mal in der Übersicht genauer an. Also zunächst mal stand ja da, die Wirtschaftsgüter, die müssen also beweglich und abnutzbar sein, falls sie das nicht sind, kommt nur die Abschreibung nach der AFA-Tabelle in Betracht. Zudem müssen sie selbstständig nutzbar sein. Falls sie das nicht sind, wiederum nur die Möglichkeit der Abschreibung nach der AFA-Tabelle. Wenn sie selbstständig nutzbar und beweglich und abnutzbar sind, also hier dieser Ja-Strang, dann haben wir insgesamt drei Varianten. Was genau selbstständig nutzbar meint, das werden wir uns noch später etwas genauer angucken. Unterstellen wir jetzt erstmal, dass das vorliegt, diese beiden Voraussetzungen. Dann haben wir, wie gesagt, drei Varianten und dann haben wir hier die im Gesetzestext genannten drei Größenklassen, also bis 150 Euro, zwischen 150 und 400 und zwischen 410 und 1000 Euro. Im Bereich bis 150 Euro einschließlich, da haben wir grundsätzlich die Möglichkeit, sofort abzuschreiben und zwar in allen drei Varianten. Aber auch, und das wird häufig auch falsch dargestellt in der Literatur, dass wir nur die Möglichkeit hätten, sofort abzuschreiben. Nein, das ist nicht so. Ich habe also ein Wahlrecht. Ich kann also auch die Vermögensgegenstände bis 150 Euro nach der AFA-Tabelle abschreiben. In der Klasse zwischen 150 bis 410 Euro habe ich also die Möglichkeit, einen Sammelposten zu bilden. Das ist die Variante 1 hier, sofort abzuschreiben. Oder wiederum auch nach der AFA-Tabelle. Und in der Klasse von 410 bis 1000 Euro wiederum Bildung des Sammelpostens und die Abschreibung nach der AFA-Tabelle in der Variante 2 und 3. Also hier gibt es dann nur noch die Wahl zwischen Sammelposten und Abschreibung nach AFA-Tabelle. Wenn ich mich also jetzt für den Sammelposten entscheide, und das hatten wir ja gerade vorher gesehen, dann ist diese Wahl verpflichtend für dieses Wirtschaftsjahr und dann kann ich also nicht mehr zwischen der Variante 1 und der Variante 2 wählen. Also wenn ich einmal für diesen Sammelposten optiert habe, ist das wie dieses Jahr verbindlich.
Zwischen der Variante 2 und 3 kann ich natürlich auch noch wählen. Ich kann also mich dafür entscheiden, hier sofort abzuschreiben. In den beiden oberen Klassen bis 150 und zwischen 150 und 410. Aber ich kann eben auch Variante 3 wählen und eben nach der AFA-Tabelle abschreiben. Im Bereich von 410 bis 1000 Euro kann ich dann allerdings nur noch nach der AFA-Tabelle abschreiben. Ja, ich sagte es gerade schon, wie findet man das also hier falsch vor? Das sieht das Gesetz nicht vor und in dem BMF-Erlass vom 30.09.2010 ist es auch klar gesagt, Aufwendungen bis 150 Euro können ja, als Betriebsausgaben abgezogen werden, ist also nicht verpflichtend. Ja, was bedeutet also selbstständig nutzbar? Beweglich und abnutzbar ist, glaube ich, unproblematisch. Und dann heißt es also in dieser Fundstelle hier R613 Absatz 1 im Einkommensteuerrecht nicht selbstständig nutzbar, bedeutet, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ gemeinsam vorliegen. Das Wirtschaftsgut kann nur zusammen genutzt werden mit anderen Wirtschaftsgütern. Nummer 1. Nummer 2. Das Wirtschaftsgut ist zusammen mit anderen Wirtschaftsgütern in einen ausschließlich betrieblichen Zusammenhang eingefügt und tritt nach außen als einheitliches Ganzes in Erscheinung. Und gleich nochmal gucken, was das bedeutet. Und drittens, das Wirtschaftsgut ist mit anderen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens technisch abgestimmt. Wenn also alle diese drei zutreffen, dann ist es nicht selbstständig nutzbar. Beispiel vielleicht mal hier zum Abschluss hierzu. Also Beispiel Anschaffungskosten netto jeweils hier angegeben, PC oder Notebook, selbstständig nutzbar, ja, soweit als selbstständig nutzbar hier einzustufen. Dann Kauf eines Druckers 180 Euro, nicht selbstständig nutzbar, daher AFA über die Nutzungsdauer. Nur möglich und Kauf einer PC-Maus für 25 Euro, ebenfalls nicht selbstständig nutzbar. Daher eben nur nachträglich als Anschaffungskosten dem PC zuzurechnen, da es eben als sogenannte Nutzungseinheit mit dem PC verstanden wird. Also die Maus erhöht somit die Anschaffungskosten des PCs oder des Notebooks, wobei sie natürlich auch nicht zwingend notwendig ist für das Notebook. Okay, dann ein weiteres Beispiel und zwar Müllbehälter eines Müllabfuhrunternehmens. Dagegen bleiben also Wirtschaftsgüter, die zwar in einen betrieblichen Nutzungszusammenhang mit anderen Wirtschaftsgütern eingefügt und technisch abgestimmt sind, dennoch selbstständig nutzungsfähig, wenn sie nach ihrer betrieblichen Zweckbestimmung auch ohne die anderen Wirtschaftsgüter im Betrieb genutzt werden können. Also das stellt hier auf diesem Punkt ab, dass eben dieses Wirtschaftsgut, dieser Müllbehälter, nicht in einen ausschließlich betrieblichen Zusammenhang eingefügt ist. Also wenn es nur in diesem Zusammenhang nutzbar wäre, dann wäre es eben nicht selbstständig nutzbar. Aber der Müllhalter hat natürlich auch außerhalb dieser betrieblichen Nutzung eine Nutzbarkeit, eine Funktion und insofern ist dieser Müllbehälter des Müllabfuhrunternehmens selbstständig nutzbar. Ja, das sind alles komplizierte Fälle. Hier gibt es reichlich Rechtsprechung zu. Also das hat wirklich ganze Gerichtsbarkeiten hier seit Jahrzehnten beschäftigt und das lässt sich natürlich auch nicht erschöpfend hier behandeln. Aber wir wollen uns zum Schluss hier nochmal Beispiele angucken dazu.